Willkommen zum Kitchen Coach, heute Spargel Spezial. Es ist Spargelzeit und ich sehe hier schon ganz viel Spargel vor mir. Marco, was mache ich jetzt damit? Am besten Fall ordentlich lecker zubereiten Okay. und können wir gleich drüber reden, wenn du willst. Haben wir aus Beelitz tatsächlich auch Spargel gesagt? Regional. Regional, genau. Und vor allen Dingen ganz frisch. Da ist der regionale Ansatz eher, dass er ganz frisch zu euch kommt, zu dir kommt und wenig Wege hat und dadurch natürlich extrem frisch ist. Genau, frische ist so ein Thema. Woran erkennst du frische? Weißt du das? Ja, ist eine gute Frage. Ich habe irgendwas. Nee, eigentlich nicht. Komm, ich bin neugierig. Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen, wenn du so ein bisschen Spargel in die Hand nimmst und den aneinander reibst. Hörst du das? Er quietscht. Wenn es so quietscht, ist es ein guter Indikator, weil Spargel, der etwas älter ist, dass die Haut oder die Schale schon etwas trockener, dann quietscht er nicht mehr. Brauchst Ah, halt immer okay. Flüssigkeit dazu. Nächster Punkt ist, wir haben hier einen Anschnitt, da wo er gestochen wird, ne, wo rausgezogen wird. Da ist es so, Oh, wenn da du hier ein kommt bisschen, ganz schön was raus. genau, Okay. diese Flüssigkeit, da weißt du, der ist noch nicht so trocken, weil an der Stelle trocknet er Weißt du? zuerst aus. Ne? Deswegen meine Empfehlung auch immer, kauft Spargel lose. Also du hast die Möglichkeit, dir das anzugucken, was du da kaufst. Und oft gibt es in Supermärkten so Spargel als bunt fertig. Ist zwar schön, weil es schön gepackt ist, aber da ist so eine Banderole rum. Du guckst, kannst hier unten nichts mehr sehen, du Okay. kannst sie nicht aneinander reiben, du kannst nicht gucken, ob der noch fest ist, schön knackig ist. So, dass lose einfach die bessere Wahl ist. Bei Oder einer rausnehmen und ausprobieren. Aufbrechen oder so, da Okay. hast du den auch gleich gekauft. Also da hilft es eher so, was ich gerade gesagt habe, Anschnitt mal anzugucken. Ne? Spargel schälen ist immer so ein Thema. Ja. Mit dem Messer. Super. Und dann hast du einen Würfel oder was? Na, so ganz langsam lang filetieren. Na gut, du kannst ja mal langsam anfangen. Für dich habe ich auch ein spezielles Gerät. Das ist ein Sparschäler, der ist für Rechts- und Linkshänder zu Okay. gebrauchen und eignet sich am besten dafür, wenn du es auf ein Brett legst und einfach das so lang ziehst. Ja, immer schön drehen. Das Problem ist nur, Spargel kommt nicht aus einer Fabrik, sondern vom Feld. Der kann auch mal ein bisschen komisch wachsen. Dann kriegst du nicht mehr gedreht und der bricht halt relativ schnell. Deswegen werden in Küchen oder von Köchen eher die Form als Sparschäler benutzt. Und da ist es so, du legst ihn auf der Hand, hältst oben schön die Spitze fest, liegt hier komplett auf dem Arm auf, sodass du dir nicht durchbrichst, wenn du da ein bisschen Ja, mit Druck okay, rangehst. alles klar. Und dann kannst du vorne mit der linken Hand schön den Spargel drehen, dadurch bist du auch schneller. Ja, da gibt es ja richtig Meisterschaften im Spargelschälen. Hast du davon schon mal Die gehört? Beelitzer Spargelschälmeisterschaften. Sowas gibt es auch Ja? in Beelitz? Weiß ich nicht. Ja, wenn du sagst. Und dann hinten einfach so das relativ trockene einmal abmachen. Okay. Ja? Und fertig ist. Schälen nur so bis oben hin, ja, so 5 cm vielleicht vom Kopf. Alles klar. Weil der Kopf ist so das Feinste. Auch keine Angst, es gibt so Qualitätsmerkmale, dass das nicht angelaufen sein soll. Hier siehst du es ja, das ist ein bisschen leicht rosa. Ne? Finde ich persönlich gar nicht so schlecht, weil ich mir einbilde, dass der ein bisschen aromatischer ist. So ganz weiß ist halt, ne? Dann haben wir noch eine Sache, die auch recht interessant ist, wenn du das lagerst. Auch wenn er geschält ist, dann einfach in eine Schale tun und ein feuchtes Tuch rüber. Okay, wie lange kann Ab ich das ins Tuch. machen? Ja, ich würde es nicht, also je länger du den lagerst, umso schlechter wird er. Alles klar. Ja, verliert halt einfach frische Knackigkeit, Flüssigkeit. Dann ab ins Gemüsefach und im Dunkeln schön lagern. Am besten so ein Tuch komplett eingeschlagen, kalt. Kaltes Wasser, feuchtes Tuch passt. Ja? Alles So, klar. dann sollte das auch was werden mit deinem Spargelkochen dieses Jahr. Kann ich Ne? mit der Schale noch was anfangen? Ja, natürlich. Schale nicht wegschmeißen. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist, gut ist immer, wenn man den vorher einmal vielleicht noch wäscht. Vertraue den Jungs immer nicht, wenn die den geerntet haben. Vielleicht sind die da mal ein bisschen unvorsichtig. Einmal gut waschen, kannst du die Schale nochmal aufsetzen und einen ordentlichen Spargel von kochen. Grundlage für ein schönes Spargelrisotto oder für eine Spargelsuppe natürlich. Ne? Super. Ja, Okay. klasse. Weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Da nicht für.